Ach, genügend Oreg schon. Möchtest du noch etwas tun? Ich würde gerne mit Mahira umherziehen. Diese Globuli. Globule? Ja, das Ding. Ist das denn ein Mochula? Was ist das? Ein Dämon. Nein, also diese Globule nicht. Allerdings ist sie von dämonischen Energien verseucht. Und das reicht mir. Es könnten Dämonen drinnen sein. Oh, dann kann ich einen Götterdienst tun. Ja, das. Was für Götterdienst denn? Bietet ihr auch die Sinde an? Nein, ich habe mich auf den Wolkenkopf versteift. Aber bei den Mochula ist Tairach eher interessant. Was, Tairach? Das ist doch so eine Orkgottheit, oder nicht? Denn bei uns ist der Gott der Rache, wurde von der Mutter der Dämonen verblendet. Ja, aber er war der Einzige, der ihr widerstehen konnte. Und dann haben er und seine Brüder und Schwestern sie in eine dunkle Höhle gesperrt, angekettet. Und er wacht darüber. Und jetzt warten wir darauf, alle Dämonen vernichtet zu haben, um das Gleichgewicht und die Harmonie der Welt wieder zu schaffen. Ja, das finde ich aber gut mit dem Gleichgewicht und der Harmonie. Und diese Mutter der Dämonen, woher kommt die? Das weiß ich nicht. Aha, ein unklarer Schöpfungsmythos. Das ist ja hochinteressant. Sagt einmal, woher kommt euer Akzent? Ich komme aus dem Norden. Ha, aus welchem Norden denn? Seid ihr Turvaler? Geht, nein. Bin noch nördlicher. Oh, ein Fjaninger! Jahreskalender. Fruno? Angara? Nein? Jahreskalender? Ah, na, das ist ja ein bisschen weiter südlich als die Fjaninger. Ja, das ist ja spannend, sagt mal. Wenn ich jetzt ein paar Worte in dieser Sprache sage. Höchstalder, Lothar, Odrjodr. Versteht ihr das? Das war Hialdingisch. Ich glaube, das ist mit Gjallskisch verwandt. Na? Na? Ja, Nichts? Ein bisschen? Ja, ein Krieger, ne? bisschen. Ja. Ah, das ist ja so spannend, diese sprachlichen Verwandtschaften. Hier sollten wir die anderen aber nicht länger warten lassen. Mit was für einer Waffe kämpft ihr denn eigentlich? Meiner wunderschönen Axt. Ah, Würde Axt. an den Gürtel greifen und die fast 4,5 Spannen messende Axt hervorziehen. Und sie einmal präsentieren. Ja, das ist schon eine Axt. Ja. Hat sie einen Namen? Sie heißt Morlock Deshnaya. Ja, spannend, spannend. Das muss ich mir aufschreiben. Sehr spannend. Nun, dann lasst uns einmal weitergehen, Herr Asgrim. Ja. Ja, Mahira kann dann bei dem, ja, bei der Ausgabe kann sie sich dann die Heiltränke mitnehmen, die ihr auf die Liste gesetzt worden sind. Unterschrieben natürlich die Liste von Brothea Schlangentochter, stempelt das SOD darauf und so bekommt ihr 6 Heiltränke, die du verwahren darfst oder auch frei aufteilen mögest. Bleibt dir überlassen. Asgrim derweil versteht wohl, warum diese Mahira als Schamanin, wichtig ist, denn sie kommt wohl offensichtlich nicht aus dem Gjallskaland, versteht wohl aber diese Sprache trotzdem, obwohl sie wohl schon seit 3000 Jahren tot ist, diese Sprache. Vielleicht interagiert und wechselwirkt sie mit den toten Göttern. Vielleicht ist sie eine Auserwählte von Svanfar. Muss ich auf jeden Fall aufpassen auf die. Rafim, du hast dich umgesehen, du hast deinen Wagen bekommen. Möchte Ritter Travigo noch etwas tun? Ich würde das Übliche für eine Reise, eine vielleicht längere Reise mitnehmen. Also die Ration, die ich sauber und gepflegt verschnüre, auch ein bisschen was extra, um mit den anderen zu teilen. Ein bisschen was, um kochen zu können, Gewürze oder so, das, was man auf der Reise braucht. Und ich gehe nicht davon aus, dass es hier einen Travierschein gibt, Schrein gibt.
Provisorisch aufgebaut, selbstverständlich. Wir befinden uns zwar nicht aktiv in der parthischen Landen, noch nicht. Dafür müsste man dann erstmal die Gernat überquert haben, aber weil dies hier wohl. Es gibt wohl viele Rabenbanner. Du weißt nicht genau, welche von den Rabenmunds hier sind, aber irgendwelche Rabenmunder werden wohl da sein. Vielleicht ist der Baron ja selbst hier anzuhören, der Jüngere. Und dementsprechend wird es auch einen großen Travia-Schrein geben, der dann hier provisorisch aufgebaut wurde und wohl auch oft frequentiert wird. Gut, dann würde ich da hingehen und lautstark beten, in der Hoffnung, dass sich jemand anschließt. Mhm. Du darfst gerne mal eine Götter- und Kulte-Probe würfeln oder eine Überreden- oder Überzeugen-Probe. Ich glaube, dann nehme ich sogar das Überzeugen am liebsten. Ja, längerfristige Aktion. Oh, das ist zumindest mal gelungen. Ja, du kannst sehen, wie sich neben dich ein Söldner stellt, der dir wohl zunickt, hat selber keine orangen Sachen an sich, aber einen kleinen Stecker von Travia, den er wohl dabei hat und kommt sicherlich aus der parthischen Landen, hat wohl auch noch einen Raben angeheftet, also einmal Travia und dann einmal so ein Raben und sicherlich irgendwie ein Rabenwunder, der dir zunickt und dann in dein Gebet mit einstimmt. Vortrefflich. Wow, euer Gnaden, ihr seid ein Geweihter? Direkt aus Ordens? Noch nicht. Ich bin ein Ordenskrieger vom Heim und Herdfeuer zu Romulus. Travigo von Wandlet, der Name. Eine Ehre. Ich bin Answin. Aber Answin, keine von Rabenmund. Ich bin Answin von Renskraft. Selbstverständlich. Aber gut, dass hier die Göttin, Göttermutter, sehr hoch gepriesen wird. Ja, selbstverständlich. Es sind zwar keine tapatischen Lande mehr, aber wohl wissen wir uns zu benehmen. Vortrefflich. Und vielleicht könnt ihr noch einige der Gänseschar überzeugen, hier ein wenig inbrünstiger mitzubeten. Ich werde demnächst verschwinden, aber ich denke, ihr bekommt das hin. Im Namen der Göttin. Ja, selbstverständlich. Ich würde euch ja selber gerne begleiten. Wohl allerdings bin ich angestellt als Soldat und kann nicht frei über so etwas verfügen. Und wir haben alle unsere Pflichten. Ja, sicherlich, das haben wir. Kann ich euch etwas Gutes tun, Bruder? Nur die Frage, ob es hier vielleicht ein Rondra-Schrein auch gibt. Und gibt es den ein oder anderen Rondra-Geweihten, der meine Waffe segnen kann. Tut mir leid, Rondrianer haben wir wohl nicht mehr hier. Das ist wohl etwas schwierig, seitdem Lutisana bei uns im Lager weilt. Ach, die gehen immer als erstes aus. Ja, genau. Nee, die wurden weggeschickt. Ach so, Ja, Leomar von Berg hatte wohl gesagt, dass wir uns entscheiden müssen, entweder wir nehmen Lutisana oder wir nehmen die Rondriana. Und er hatte daraufhin dann gesagt, dass wir bei Lutisana bleiben. Aber die ist jetzt wohl auch irgendwie auf einer geheimen Mission oder sowas. Lutisana? Ja. Überlege, ob mir das was sagt, der Name. Es gibt viele Lutisanas. Würfel mal auf Geschichtskunde oder Kriegskunst plus 7. Kannst du aussuchen. Nämlich die Kriegskunst. Immer noch gelungen. Also, du wüsstest jetzt nicht genau, was Lutisana von Pericum hier sollte, aber die hat auf alle Fälle einen ziemlich großen Streit mit den Rondrianern. Würde auf alle Fälle irgendwo Sinn ergeben. Man muss sich entscheiden, nicht wahr? Ja, richtig. Und wenn Travia hier hochgehalten wird, dann reicht das ja vollkommen aus. Wir ehren so oder so die Götter, unabhängig davon, ob wir Rondrianer an unserer Seite haben oder nicht. Aber das war eine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen worden ist und da haben wir wohl die Rondrianer verloren. Ein Travia-Priester gibt es hier nicht, nehme ich an. Ich weiß nicht, wo der rumläuft. Ich glaube, der müsste im Heerlager bei den Verwundeten sein. Da hatten wir vor einem Monat ein paar Helden hier. Die haben sich wohl darum gekümmert, dass endlich diese permanenten Wunden sich schließen. Aber Verwundete haben wir dennoch. Lass mich raten, er heißt Travian? Travigunde. Eine Dame, selbstverständlich. Ja. Gut. Ich denke, ich habe noch die Zeit, sie aufzusuchen. Habt erstmal Dank und die Göttin mit euch. Und mit euch, Bruder.
Das kannst du zu den anderen aufschließen, die sich da wohl wieder gesammelt haben und dann nördlich vom Mythraelsfeld könntet ihr dann durch die verkohlten, schwarz gefärbten Wälder streifen. Gut. Ja, so tretet ihr allesamt wieder zusammen. Ich werde mich noch bei meiner Hündin verabschieden. Ja, lässt du hier dieses Mal? Die lasse ich diesmal hier. Das erscheint mir dann doch ein wenig zu gefährlich. Boah, also könnte sicherlich was passieren, ja. Genau. Also beug mich zu ihr runter, leg ihr die Hand auf den Kopf, spreche ein paar Worte, die anderen jetzt nicht verstehen, und dann geht die Hündin, von der zumindest Kurian und Travigor ja schon wissen, dass das anscheinend meine Vertraute ist, in eines der nahen Wäldchen und legt sich da in der Nähe der Zelte in einen ins Gebüsch. Denn sonst jemand ein Haustier dabei? Nein. Nein. Also Mira hast du auch weggelassen. Eisbär. Bleib zu Hause, also das ist jetzt ein bisschen gut. Ja, ich hab ja eine Villa. Ja, alles klar. Hast du dann bei Abel mir ins Zimmer gesperrt? Gesperrt, hallo? Ich hab die Dame angewiesen, sich bestens um das Tier zu kümmern. Gut. Ja, wollt ihr aufbrechen oder wollt ihr vorher noch gemeinsam nördlich von dem Mythraelsfeld in Richtung des Zeltlagers, würdet ihr so oder so dann wieder von sicherlich vorbeikommen, also direkt dann an der Gernat gelegen, wenn da die Waldlöwen von Leoma über die Gernat hinüberspazieren, über die Brücke, die da gebaut worden ist, könnte man auch nochmal bei Travigunde vorbeiblicken, wenn man dann wollte, wenn es da irgendwas gäbe. Habt ihr euch um was zu essen gekümmert, Traviamann? Travigor, der Name. Nun, ich habe ein wenig Verpflegung dabei, aber das habt ihr ja sicherlich auch. Hier gibt es aber nicht so gute Sachen zu essen. Nun, ja, man speist hier nicht so wohl wie in Aranien, das gebe ich zu, aber nun, das ein oder andere gut hingezaubert, gekocht und Travia im Herzen lässt sich doch einiges genießen. Nun, ich kann vielleicht ein wenig abgeben. Es ist meine Pflicht, etwas abzugeben. Und ich würde auch vorschlagen, es gibt hier eine Travia-Priesterin, die vielleicht auch noch zu besuchen. Vielleicht kann die uns ein paar Tipps geben, wenn das nicht unserer Mission hinderlich ist. Ich besorge uns was zu essen. Ich komme mit. Wunderbar. Ich besuche gern meine Schwester im Glauben. Sag mal, Frau Euer Gnaden. Ja? Wie ist denn das mit Dämonen? Wenn ich auf die draufhaue, sterben die dann auch? Also bei Untoten weiß ich, Kräfte kräftig drüber ziehen und dann hat sich das erledigt. Aber bei Dämonen? Nun, Dämonen besitzen so etwas wie eine Resistenz gegen, Beschädigungen. Also wenn man einfach nur mit einem Knüppel draufhaut oder so, das funktioniert meistens nicht. Dann müssen schon sehr, sehr viele Leute mit einem Knüppel drumherum stehen und alle draufhauen. Also in den meisten Fällen sind geweihte Waffen die beste Wahl. Na toll. Könnt ihr unsere Waffen weihen, wertet euer Gnaden? Ja, sicher, aber ihr müsst euch dann natürlich an die Gebote der Herrin Hesinde halten. Welche wären das? Muss man ja viele Bücher lesen? Ja, Gelehrsamkeit und natürlich sein Wissen teilen, das Wissen sammeln, das Wissen von überall her sammeln. Und wenn man nicht viel Wissen hat? Ja. Ja, umso besser. Dann ist ja in eurem Kopf noch ganz viel Platz, den ihr füllen könnt mit den ganz wunderbarsten Sachen, die man wissen kann. Ja, dann nehmen wir das doch, oder? Ich hab meine Waffe noch in Gareth weinen lassen. Das war klug. Ihr teilt euer Wissen und ihr sucht nach Wissen. Herr Rafim war der Name, oder? Ja. Der Rafim ist in Ordnung. Oh. Und ich bin eigentlich hier, um das in der Blutkerbe umzubringen. Weil das ist böse. Das ist mal, sagt Boltax zumindest. Und wenn Boltax das sagt, dann wird das wohl böse sein. Gibt's hier noch irgendwie
Korgeweiht oder so? Nun, ich denke nicht, dass die Weihe eines Halbgottes ausreicht, um gegen Dämonen vorgehen zu können. Naja. Was aufs Maul ja oder was ist das jetzt für eine Aussage? Nein, ich meine nur. Könnt ihr sagen, korgeweihte Waffen funktionieren wunderbar. Nur gegen Dämonen. Waffen sind korgeweiht? Ich. Waren. Das ist doch schon mal ein sehr guter Schritt, denn wir haben ja schon festgestellt, dass der Widersacher der Rondra diese Globule geschaffen hat oder zumindest geformt. Und deswegen wären natürlich Waffenweihen der Herrin Rondra am effektivsten oder des Herrn Chor. Ja, gut, dass sie alle Rondra-Geweihten weggeschickt haben. Was richtig, ist denn hier richtig. mit eurer Anführerin? Könnt ihr die nicht fragen? Meiner Erfahrung sind die Hochgeweihten immer die Waffen weihen. Kann die das nicht machen? Nun, wir können sie natürlich fragen, ja. Dann seid ihr alle ganz lieb und fragt auch alle ganz nett und dann bin ich mir ganz sicher, dass die Frau euch helfen wird. Dann gehen wir die Frau mal fragen. Wunderbar. Ich so besorge an der Zeit was zu essen. Ihr fragt die Frau, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder hier. Bringen wir hin? Moment, bringen wir hin. Bitte mehr Fleisch. Der Rest, das ist so... Ah. Natürlich besorge ich Fleisch, das ist das Wichtigste. Super, gefällt mir. Ich würde einfach loslaufen zur Kantine und mich da versorgen lassen. Ja, zur Ausgabe. Also wieder Trockenfleisch für euch alle. Sowas wie Gemüse eingelegt oder so wirst du natürlich nicht besorgen oder besitzen für... Ja, für deine Freunde, auch wenn da dann vielleicht Vegetarier oder sowas dabei wären, aber dadurch, dass du eh nur Fleisch isst. Ich bringe nur Fleisch mit, alles andere wäre ja Verschwendung. Genau. Gut, derweil könnt die anderen, ihr wollt wieder zu Porothea Schlangentochter, ja? Mhm. Ja, eine Waffenweihe. Mhm. Gut. Ja, dann könnt ihr wieder das Zelt zurückschlagen und bei Porothea Schlangentochter vorsprechen, die euch dann ansieht. Ihr seid also immer noch nicht los? Gibt es etwas, bei dem ich euch noch helfen kann? Ja, uns ist da was ganz Wichtiges aufgefallen. Eure Schwester hat uns erzählt, dass, naja, so Dämonen und so mit normalen Waffen ist jetzt nicht so gut. Deswegen wollten wir mal ganz lieb fragen, ob man vielleicht unsere Waffen weihen könnte oder so. Mhm. Gut, im Namen der heiligen Hesinde. Ja, nehmen wir auch. Nun, da ich eine Magierin und eine Hochgeweihte des SOD bin, werde ich etwas anderes nicht anbieten können, außer Hesinde. Dann versammelt einmal eure Waffen, Äxte, Streitkolben, Morgensterne und legt sie ausgebreitet hierhin. Was muss ich dann machen, wenn ich die Waffe habe? Ihr solltet euch Hesinde gefällig gehalten und eventuell auch Rondra gefällig. Ihr solltet euch generell den Göttern verpflichtet fühlen. Ja. Und was ist hier sinnfällig? Ich glaube, Mahira hat euch bereits darüber aufgeklärt, inwiefern ihr euch den Göttern gefällig verhalten solltet oder nicht. Das fragen wir sie später nochmal, das sollte schon passen. Ich leg mal meine anderthalb Hände hin, meinen Dolch, meine Wurfdolche. Es ist mir eine Pflicht, Wissen zu sammeln und Wissen zu teilen. Ich strahl sie an und leg derweil meinen anderthalb Hände hin. Ich lege sowohl Streitkolben als auch Sklaventod hin. Mein Schlagring. Schlagring. Es werden insgesamt 10 Waffen sein können, sodass ihr 6 Helden seid. Dementsprechend kann, wenn jetzt Mahira verzichten würde, weil der Stab schon Hesinde geweiht ist, dann könnte jeder von euch 2 Waffen einreichen. Und so könntet ihr dann die vor ihr hinlegen. Sie wird dann einmal herumstreichen. Ihr könnt wohl erkennen, dass sich irgendwas in dem Korb hinter ihr bewegt. Habt da wohl kurz was zischen hören. Ihr seid euch nicht ganz sicher, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Zumindest ist sie davon nicht gestört. Breitet dann ihre Hände über den Waffen aus. Heilige Rondragabund, Schirmherrin der heiligen Schwerter. In diesem Namen, in eurem Namen, werden diese Schwerter und Waffen geführt. Möge ihre Schärfe den Kampf bestehen und die Feinde der Göttin niederstrecken. Möge die Kraft seines Stahls nicht brechen und jeden Frevler zerschmettern. Mögen die Treue der Waffen, die in der Schlacht beigestanden werden, wie auch die Treue zu dir niemals weichen. Heiliger Rondragabund, segne diesen Bund zwischen den Waffen und ihren Trägern.
Im Namen der Herren Hesinde und im Namen Rondras. Es sei. Nickt sie und nimmt ihre Hände wieder zurück, sodass ihr jeder die Waffen nehmen könnt. Danke. Verbeugt mich nochmal feierlich. Nehme meinen anderthalb Hände wieder auf. Sieht nicht anders aus wie die Chorreihe. Diese Waffen werden nun nicht wirklich verletzend sein, wohl aber gegen Dämonen des jenseitigen Mordbrenners bestehen können. Noch einmal, wir wünschen viel Erfolg und drängen zur Eile. Vielen Dank. Wir kriegen das hin. Hier sind wir mit euch. Dann gehen wir mal los, Leute. Und mit euch. So könnt ihr aufbrechen. Nördlich des Mythraelsfeldes könnt ihr dann an der ehemaligen Schlacht vorbeilaufen. Ihr könnt noch immer einiges Heulen erkennen, hören und die Risse, die sich im Boden aufgetan haben. Und immer noch eine Dunkelheit, eine Schwärze und eine Schwere, die über diesem Feld hängt, als ob all die Toten immer noch nicht Einzug gefunden haben, sondern Schlange stehen, um von Rheton gewogen zu werden. Ihr könnt Staub erkennen, das wohl noch jetzt gerade vom Wind und vom Regen weiter weggetragen wird. So kleine graue Flüsse, die sich da gebildet haben. Und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob es Staub ist, sondern das wird viel eher Knochenmehl sein, was da von den Toten übrig geblieben ist, die dann zerfallen sind vor mehreren Monaten, als die Schlacht von Verham tobte. Ihr könnt übersetzen über die Gernard, eine kleine Brücke, die hier gebaut worden ist und die drei von euch schon einmal hinübergetragen hat. Sodass ihr dann in Dapatien steht, in der Finstermark oder in der Wilden Mark, wie sie wohl nun angenannt wird. Ja, so steht ihr dort vor euch, die kaputte und zerstörte Reichsstraße, auch hier Risse, die sich dann über das Gestein ziehen und schwarze Felder, die verdorrt und vertrocknet, sich nach links und rechts ausbreiten. Ist noch immer so, dass die Farbe entweicht dem Gebiet? Ja, je nachdem, in welche Richtung ihr jetzt euch orientiert, werdet ihr schon feststellen, dass sich tatsächlich so etwas wie eine Farbenfinsternis einstellt und sich gerade in Richtung Süden hin das alles ein bisschen dumpf und tot anfühlt. Und unabhängig von den schwarzen Kornfeldern, die hier vertrocknet stehen, sich wohl keine andere Farbe finden lässt, außer schwarz und grau und weiß. Und wo ist jetzt diese Klubola? Müssen wir nach rechts oder nach links? Rafim und Korian, während ihr dann auf der anderen Seite steht, könnt ihr noch einmal eure Hand betrachten und ihr erkennt, während sie anfängt zu stechen, wie sich wohl jetzt auch ja, dieses Mal wieder bildet mit einem leichten, prickelnden Schmerz und die anderen können das jetzt wohl auch erkennen, wie es nach verbranntem Fleisch riecht. Und sich dann ein dunkles Mal gebildet hat. Entweder so etwas wie eine Tätowierung oder als ob man zu viel Sonne abbekommen hätte, aber es ist definitiv ein runder Kreis mit neuen, scharfen Zacken. Korian, du brätst wieder. Ist nicht mehr so cool, wenn man weiß, was es tatsächlich ist. Das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Frau Hesinde-Geweihten, möchtet ihr euch das jetzt angucken? Was? Oh, seht mal diese Farblosigkeit. Was möchte ich mir denn ansehen? Meine Hand, seine Hand. Oh, die Hand, ja, zeig mal her. Das ist ja faszinierend. Darf ich mal anfassen? Gerne. Ja, Mahira fährt ihren Zeigefinger aus und tippt mal ganz vorsichtig da drauf. Spürt ihr das? Ja, habt auf meine Hand getippt. Ja, und ist das irgendein besonderes Gefühl? Brennt es oder ist das irgend so eine Kälte oder ist das ein seltsames Gefühl? Habt ihr eine Gänsehaut? Im übertragenen Sinne gehe ich davon aus. Nein, kein besonderes Gefühl? Das ist ja interessant. Spürt ihr den Schmerz? Hat ein bisschen wehgetan, aber jetzt nichts Besonderes. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Wenn ich meine, als es sich eingebrannt hat, das von euch habe ich gar nicht bemerkt. Ach so. Umso besser. Und das Zeichen scheint nur zu erscheinen, wenn wir uns in einem bestimmten Gebiet befinden? Irgendwie, wenn du über den Fluss gehst. Und dann irgendwo südlich hört es wieder auf. Aber frag mich nicht, wo, das kann ich dir nicht sagen. Da sind wir über irgendwelche Trollpfade gelaufen. Frag mich nicht, ich verstehe es auch nicht. Also ich würde dann davon ausgehen, wenn wir in Richtung Norden gehen, wird es deutlicher. Natürlich nur, wenn ihr euch das zutraut,
Vielleicht wird es noch mehr schmerzen. Das kriegen wir schon hin. Also bei mir war das so, wenn ich da Blut drauf gemacht habe, dann hat es sich in irgendeine Richtung gedreht. Ja, dann mach mal. Eure Hand kann sich drehen. Ich hol mal den Dolch raus und schließe einmal die Faust darum, ziehe den Dolch raus. Dann hält sich die Augen zu. Ob wir, und ihr wollt mitkommen, diese Globule? Da ich während ich dann diese Bluttropfen auf meine Hand drauf tropfe. Ja, ihr könnt erkennen, wie sich wohl der Bluttropfen von Koreans Hand ein bisschen bewegt. Entweder das ist das Zittern von ihm oder aber tatsächlich so etwas wie ein Finger zeigt. Denn der Bluttropfen wandert mit einer unberuhigenden Geschwindigkeit, also ziemlich, ziemlich langsam wohl, aber nach und nach in Richtung Norden auf einen dieser Zacken auf der Hand und gerinnt dann instantan. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Oh, das ist ja spannend. Wartet mal, haltet mal inne. Mahira kramt in ihren Gewändern herum und zieht so eine Art schickes Pendel hervor und hält es mal darüber. Ja, könnte mal jemand mein Buch aus meinem Rucksack nehmen? Ich möchte zu gerne vermessen, wo wir hier genau sind und in welche Richtung wir uns bewegen. Kennt sich einer von euch mit Kartografie aus und kann mitzeichnen? Ich kann sagen, da vorne versuchen. Ist Norden, wenn das hilft. Ja, ein wenig schon. Ich meine, das hier ist ein Südweiser. Ist das nicht ein wunderbare... Naja, Herstellungsart und Weise. Viel schöner als die herkömmlichen Südweiser. Hey, Arschloch! Wo ist dein scheiß Köter? Ah, der schon wieder. Man kann sehen, wie wohl von einer Seite einer der Waldlöwen dämlich grinst mit seinem zahnlosen Mund. Ja, da wohl steht, ob das noch wirkliche Soldaten sind. Gut, sie nennen sich jetzt Waldlöwen von Leoma. Aber nickt wohl über die Brücke hinüber und... holt jetzt gerade seinen Penis raus, um über die Brücke zu pinkeln. Also, das geziemt sich ja wohl überhaupt nicht. Und das auch noch vor einer Dame. Schämt ihr euch denn gar nicht? Also, steckt das Ding wieder weg bei Travia. Oh, der ist ja fürchterlich behaart. Ich stell mich zwischen der Hersindegeweihte und diesem Unbild.